auf ein neues, meine Freunde, diesmal dadurch, dass wir kein anderes BG gefunden haben und wir schon eine ganze Weile in der Q waren, sind wir mit dem Todesritter in 1000 Wintern, nehmen dies natürlich dann einmal dankend an. In Gear-technisch hat sich hier jetzt auch nicht viel gemacht. Wir sind bei 4950, haben immer noch den BOE-Kopf an und ansonsten noch ein bisschen PvE, auch PvP-Equip. Haben hier auch unsere 135 Spell Penetration natürlich, also Zauberdurchschlagskraft, die wir natürlich brauchen. Und ansonsten sind wir relativ good to go. Auch Waffen haben wir relativ gut, haben 9 Waffenkunde, haben insgesamt 3,3% Hit. Also Hit fehlt uns natürlich, aber das ist jetzt nicht allzu gravierend. Ansonsten habe ich mir jetzt auch noch einen neuen Spec besorgt. Ach, einmal ein PvP Unholy Spec. Da haben wir einmal Leichenexplosion drinne. Ich finde es persönlich jetzt nicht ganz so geil. Leichenexplosion könnte man genauso gut auch rausnehmen und dafür einen Punkt woanders mehr reinstecken. Beispielsweise hier in eisige Klauen. Ja. Wenn ihr das gerne kopieren wollt, dann macht das. Ich halte das mal eben offen. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch einfach dann kopieren. Ja. So, wir schauen mal, wie es hier jetzt so abgeht. Wir ziehen einfach mal Armee der Toten. Schauen mal, ob wir hier vielleicht irgendwie mal einen reingezogen kriegen. Vielleicht kriegen wir den Chami rein. Du wirst erstmal direkt geslowt. Sehr schön. Du auch. So, zap. Er bubbelt natürlich instant. Wir versuchen einfach mal reinzugehen. Wir sind hier natürlich massivst geslowt. Zap. Wir ziehen einfach mal hier einmal unsere AMS. Zap. Können hier natürlich nochmal reingehen. Sehr schön. Du wirst hier einmal drauf gekickt, Kollege. Sehr schön. Dich grippen wir einmal rein. Zap. Auch du kassierst hier maximale Schellen. Und das ist doch schon mal sehr töfte. Du wirst einmal geslowt, aber dann wirst du halt einmal gesilenced, wenn du nicht geslowt werden möchtest. So. Wir machen das nochmal. Du bist auf jeden Fall gestunt. Wir ziehen hier einfach mal einen Pot rein. Können hier einmal Death und Decay reinlegen. Könnten den einmal so gesehen reingrippen. Dann haben wir jetzt halt einen anderen NPC reingegrippt. Das ist auch absolut in Ordnung. Hier haut schon ein Kollege ab. Das ist ein Hunter. Naja, soll der Kollege halt mal einen Abgang machen. Ist auch absolut in Ordnung. So, zap. Wupp. Der Deka, der hat auch absolut gar keinen Bock mehr. Wir können mal gucken, ob wir hier irgendwie noch den Shadow angedottet kriegen. Ansonsten legen wir da einfach mal unser Tod und Verfall noch mit on top drauf. Ansonsten grippen wir den jetzt einfach einmal. Zap. Ziehen natürlich einmal unsere Insignie. Können hier einmal gucken, dass wir hier ein bisschen Damage angebracht kriegen. Können unsere Dots einmal spreaden. Können hier einmal rein. Jetzt müssen wir einmal ganz, ganz schnell hier raus, weil wir hier auf jeden Fall ein bisschen sehr hart overextenden. Wir wurden auf jeden Fall einmal geheilt. Das ist sehr schön. Stellen unsere Kuppel einmal auf. Können einmal hier gucken, dass wir den Hex reingrippen. Haben ihn reingegrippt bekommen. Können hier einmal völlig rein eskalieren. Der kriegt massive Hits rein. Sehr schön. So, wir pushen auf jeden Fall wieder einmal zurück. Versuchen uns einmal irgendwie zu heilen. Rufen natürlich unser Pet nochmal einmal neu. Das wäre auf jeden Fall hier. Sehr schön, sehr schön. Bubble läuft bei dem immer noch. Bubble läuft nicht mehr. Wir CC'en ihn so gesehen einmal, dass er nicht wegkommt. Und da ist er auch tot. Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall einmal gefreezed. Das ist jetzt nicht ganz so geil. So, zap. Und da sterben wir auch, weil der Mage einfach nur Eislanze spammt, weil er ansonsten leider nichts anderes kann. So, aber hey, das war ein sehr schöner Zerg, damage-technisch. Naja, hätten wir auf jeden Fall mehr anbringen können, aber hey. It is what it is. Da kannst du machen, Sache nix. Kills haben wir auch keine bekommen, dafür haben wir gefühlt nur Kills unseren Teammates geschenkt. Ah ja. Was sollst du machen? Kannst du machen? Nix. Gucken du zu. Wir machen dies. Wir machen das. Weißt du? Ah, so. Dann gucken wir mal, was hier vorne noch so vor sich geht.
was die hier noch so Schönes machen. Wir grippen dich einmal rein, Kollege. Zap. Wupp. Und du bist tot. Damit haben wir unsere Killquest fertig mit den 10 Kills. Das ist doch schon mal mega Töfte, du. So, dann schauen wir natürlich mal weiter. Auf jeden Fall, der Dot, der tickt auf jeden Fall mies. Hier seht ihr fast 1100 Abhärtung mit fast 5K Gearscore. Das ist schon eine Hausnummer und trotzdem ticken die Dots hier, als ob es halt ein Witz wäre. Natürlich, wir sind nicht Max gesockelt, nicht Max verzaubert. Das heißt, uns fehlt locker nochmal, keine Ahnung, über 100 Abhärtung garantiert. Und dementsprechend, da würde wahrscheinlich auch noch einiges passieren. Aber wie ich erzählt hatte, mein Shadow, der hat jetzt 1300, fast 1400 Abhärtung und selbst der wird halt einfach umgefahren, als ob es keinen Tag mehr gäbe. Dementsprechend schauen wir uns einmal hier den Shadow an. Der hat den Trauma, okay, zwar nicht gesockelt und nicht verzaubert. Hände hat er, ja. Abhärtung Hit, interessant. Der geht wohl wirklich nur auf. Was spielst du überhaupt? Shadow, ne? Ja. Ich würde gerne auch einmal. Wird das irgendwie gehen? Ich würde auch nur einmal anhauen wollen hier. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Quests, wie ihr seht. Danke für gar nichts. Ich hätte den Turm auch gerne einmal angehauen für die Quest. Das wäre echt geil gewesen, aber anscheinend sagen sie sich, nee, Bruder. Ist nicht. Dementsprechend, ja. Müssen wir einmal gucken, wie wir das hier veranstalten. So, zap. So. Ja. Natürlich wurde da schon wieder eiskalt der Kill geklaut. Wir silenzen dich einmal und du bist natürlich auch wiederum tot. So, wir können uns einmal Gabe der Nahrung geben, um dessen Willen, während es natürlich tickt, uns ein kleines bisschen zu heilen. Steht zwar alle 3 Sekunden 76 Schaden, aber ihr seht es ja, wir kriegen immer ungefähr 900er hier jetzt 863. Das ist schon ganz in Ordnung. Das sind ungefähr 5 Ticks. Ja, sind dann ungefähr, keine Ahnung, 4K, 5K HP, die wir da auf jeden Fall wieder zurück regenerieren. Das ist doch schon mal ganz in Ordnung. Kannst auf jeden Fall nichts falsch mitmachen. Heißt, wir kloppen auf jeden Fall hier auf den Heal-Parler ein, der ist auf jeden Fall tot, der ist auch tot, dann kloppen wir den noch nieder, kloppen wir den noch nieder. Ah, zap. Da kommt auf jeden Fall wieder ein bisschen was angewatschelt. Ich hatte leider keinen Grip ready. Ah. Ja, wenn ich mal den Damage mal machen würde, wenn ich mal so einen Spieler an mir hätte, ne? Das wäre doch schon mal eine echt geile Sache, Alter. Ah. Aber da sagt irgendwie Computer, nee, Bruder. Ist er nicht. Ist nicht. Kannst du nicht. Ich will nicht. So. Vielleicht hole ich mir natürlich auch noch hier den Prügler noch einmal. Dass wir auf jeden Fall zwei gleich schnelle Waffen haben. Also, ihr seht es ja hier einmal 1, 2, 5 und 1, 4. Das geht mir dann doch ein bisschen hart auf die Eier. Ah, zap. Können hier einmal reinkicken, können einmal hier nochmal so, zap und einmal töten, dann Leiche looten, bitte Freunde, wenn ihr PvP spielt, ne, gewöhnt es euch bitte wirklich an die Leichen zu looten, vor allem wenn ihr auch irgendwie da mal Richtung Rated Battlegrounds oder so gehen möchtet, ist es das A und O, die fucking Leichen zu looten, weil die können halt einfach dann stumpf zu ihren Leichen rennen und permanent weiterhin Anti-Tap halten, weil sie halt ansonsten einfach ganz gemütlich hier weiter draufklopfen können, als ob es halt nichts wäre. So, zap, er hat natürlich jetzt sein CD raus. Wir versuchen jetzt. Interessant. Okay. Keine Ahnung an was, wie und warum ich verreckt bin, weil definitiv war ich nicht so niedrig, dass mich die Scheiße hätten killen können, Totentäten. Naja, ist ja auf jeden Fall egal.
Ja, wir hatten ja angefangen mit dem SOD-Talk am Anfang des Videos, oder war es das Video davor? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was vor, was SOD angeht. Auch hier zu WOTL K, da bin ich auch am Überlegen, ob ich vielleicht nicht noch ein oder zwei Serien anfange. Da bin ich mir aber noch relativ unsicher, wie ich das dann genau umsetzen möchte. Weil, ja, da bin ich mir, wie gesagt, immer noch nicht zu 100% sicher. So, zap. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal Vorschläge machen, was ihr gerne sehen möchtet. Also, ich bin nicht darum zu sagen, jo, mir fällt kein Content mehr ein, weil X, Y und Z und so. Nee, nee, also, ich möchte natürlich auch euch natürlich auch Content bieten, den ihr natürlich selber auch gerne sehen wollen würdet. Ja, aber das bringt natürlich nur etwas, wenn ihr natürlich auch mit mir redet. Also ich kann hier natürlich Videos produzieren, die ich selber, sag ich mal, ganz in Ordnung finde. Aber es bringt ja nichts, wenn nur ich, sag ich mal, die cool finde und ich daraus keine Resonanz kriege, ob ihr die halt auch cool findet. So wisst ihr. Das bringt, dafür sind ja Videos ja in der Hinsicht ja auch da, dass man eine gewisse Art von Resonanz kriegt. Auf jeden Fall leckt das gerade hier relativ mies, wie ihr es wahrscheinlich gerade schon ein, zweimal gesehen habt. Wir müssen uns auf jeden Fall einmal hinsetzen zum Regen. Dementsprechend bitte, ist es nicht wegen dem Algorithmus oder Ähnliches, was ich da jetzt damit rauf provozieren möchte, sondern ich möchte einfach nur eine gewisse Art von Kommunikation mit euch haben, wo ihr sagen könnt, yo, ey, Leo, oder Seat, war cool das Video, war scheiße das Video, das oder das könntest du besser machen, das oder das würde ich gerne sehen. Ja? Aber so wie es halt derzeit ist, ist halt einfach Schweigen im Walde. Ja? Da hast du halt einfach gar keine Information als Content Creator. Ja? Heißt, ich mache es einfach so, wie ich denke, dass ich es mache oder versuche, mache es so richtig. Vergesst es einfach, was ich da gerade gesagt hatte. Mein Deutsch ist jetzt auch noch nicht so der Burner. Ich habe auch noch meinen ersten Kaffee noch neben mir stehen. Also, ja. Dementsprechend, ja. Macht euch da auf jeden Fall mal keinen Kopf. Oder ich mache mir da mal keinen Kopf drum, weil wie ich sagte, ein bisschen Kommunikation wäre natürlich immer geil. Ah, so. Aber ja, wir ziehen auch einfach noch mal einmal unsere Armee der Toten hier rein. Könnten ihn hier einmal silenzen. Wir werden einmal gefeiert, weil wir undead sind. Können hier einmal in die AMS gehen. Können den einmal töten. Können hier auf den Charmy einmal drauf. Können hier einmal unsere Dots spreaden. Können einmal generell hier ein bisschen kicken. Da haben wir auf jeden Fall den Pala einmal gekickt. Warum sterbe ich jetzt hier gerade? Das wäre ist echt uncool. Zap. Ziehen einmal einen Healpot rein. Gehen einmal hier rüber. Zap. Töten den einmal. So, wupp. Ein Heal wäre echt cool, mein Freund. Also, ich würde da schon echt so eine kleine Heilung begrüßen. Ah. So, das ist echt cool, dass er uns da einmal heilt. So. Thank you, Mate. Mate. Oh, zap. You're welcome. Heyo. So, da ist auf jeden Fall wieder einer. Da können wir einmal unsere Dots drauf spreaden. Zap. Hier können wir noch einmal drauf. Zap. Wupp. Der ist schon gefistet worden. Und der wurde natürlich auch nochmal absolut penetriert. Was unser Krieger da hinten macht. Ist das ein Bot oder was veranstaltet der da? Also, bei manchen Sachen frage ich mich mehr oder minder, was zum Fick treibt ihr da eigentlich? Weil das ist halt wirklich nicht mehr witzig. Da kommt auf jeden Fall eine echt große Menge angewatscht. Darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock, da hinten jetzt reinzugehen.
Ist auf jeden Fall ein Zerg-BG, muss man sagen. Also, ich weiß nicht, ob die Allianz darauf ausgelegt ist, jetzt hier irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu gewinnen. Aber es scheint mir irgendwie, ehrlich gesagt, derzeit nicht danach auszusehen, dass die Allianz hier Bock hat zu gewinnen. Dementsprechend grippen wir uns einfach den Charmy, wird gesilenced, kriegt nochmal einen Silence und kriegt das nochmal, er auch noch, bam, bam, hier. Ist das Schlag auf Schlag? Buffen noch einmal durch, können hier einmal zurückgehen, legen unser Death und Decay hier vorne rein, dass wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Damage anbringen können. Der Hunter, der pusht nochmal nach vorne. Ne, der Magier. Ne, der Paler, sehr schön. Der Paler pusht nochmal nach vorne. Wir werden hier nochmal geslowt. Stellen einmal unsere Kuppel auf, können hier einmal rein drinnen bleiben. Grippen uns den Hunter einmal ran. Er wird einmal geslowt. Wir gehen auf jeden Fall einfach einmal zurück, beschwören unser Pet neu. Sehr interessant, dass wir auf einmal gar keine Heilung bekommen haben. Hier ist auf jeden Fall ein Hunter. Da können wir irgendwie mal ein bisschen Deathstriken, oder? Ne, leider nicht. Der andere Hunter denkt sich so, Bruder, I give a damn fuck. Der stirbt auf jeden Fall noch an unseren Dots. Das ist sehr schön. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Wie sieht's denn aus? Wir haben 10 zu 3. Damage-technisch sind wir auf jeden Fall nicht mehr hier unter den Top 90. Oder unter den Top 45, wenn man hier 45 Member zählen würde. Dementsprechend. Aber hey, es geht darum, Spaß zu haben. Spaß macht es definitiv. Unser Shadow hier, Tana, der rasiert auf jeden Fall relativ gut. Ja. Ich bin es noch gewöhnt, von anderen Addons immer zu Multidotten. Aber einfach so hier auf das Haupttarget halt die Dots draufschmeißen und dann einfach Gedankenexplosion rein spammen wie ein Geistesbehinderter. Ich glaube, das ist der Way to go. Wir greifen nicht mal an, wir deffen sogar. Das heißt, ich bin sogar noch mehr lost als sonst. Heißt, wir gehen einfach weiter rein und schauen natürlich an, ob wir hier vorne irgendwie zwei, drei Spieler finden, die wir hier ein bisschen penetrieren können. Jawohl, finden wir. Zap, tot. So. 50% weniger Heilung. Das schmeckt natürlich schon für die Gegner. Zap. Den haben wir einfach mal tot gegrippt. Ihr müsst die Leiche schon looten, Jungs. Ah. Sonst steht er nämlich auf. Der war nämlich noch da. Ja, dann schauen wir mal. Da oben ist auf jeden Fall nochmal Party. Dicke, fette Party. Ja. Ich komme nicht hoch. Ja. Tada. Du kriegst auf jeden Fall nochmal Dots. Nochmal Dots. Du kriegst nochmal Dots. Dots, Dots. Ah ja, Bruder. Sehr interessant. Zap. Und zap. Wir backpedalen nochmal irgendwie zu unseren Heilern. Keine Ahnung, ob wir überhaupt irgendwo welche Heiler haben. Wir können mal gucken. Unser einziger Heiler ist wahrscheinlich der Retri hier. Weil, ja, ihr seht es ja schon wieder. Der Druide mit 1,6 Millionen. Der heilt hier gefühlt den kompletten Damage, den wir hier machen, aus. Dementsprechend, ja. Manchmal frage ich mich wirklich so, warum habe ich das verdient in meinen BGs, die ich immer spiele, ne, habe ich seltenst einen Heiler. Also wenn ich jetzt privat für mich spiele, wenn ich so irgendwie für YouTube aufnehme, habe ich das Gefühl, die merken das so, yo, ey, der nimmt für YouTube auf, der braucht jetzt eine gute Lobby, um so den Schein zu bewahren, dass alles so Chillo Vanillo ist. Keine Ahnung, Alter. Aber es geht mir auf jeden Fall tierisch auf die Nerven, dass du halt wirklich einfach nur irgendwie hier in den meisten Battlegrounds halt gar keine Heiler hast. Und die Gegner halt dann einfach mal 10, 20, 50, 100, 2000 Heiler dann halt einfach besitzen und du dir nur denkst, ja, moin, läuft bei euch. Ja, dort hat ja richtig Bock gemacht, du. Vielleicht können wir hier nochmal irgendwie ein bisschen rein eskalaten. Who knows? Da ist auf jeden Fall ein Charmy. Dich grippen wir mal. Dann wurde einfach halt wieder zurückgegrippt. Ist auch in Ordnung. Da hinten sind auf jeden Fall ein paar Leute. So, dich können wir nochmal andotten.
Du bist einfach tot. Okay. Können hier einfach nochmal Armee der Toten ziehen. Einfach weil ich Bock drauf habe. Können hier nochmal einen Heal reinziehen. Wir grippen uns den Hunter raus. Du wirst erstmal direkt gesilenced auch noch. Zap. Aber er zieht natürlich alle HCDs der Welt rein, weil er halt einfach keinen Bock hat zu sterben. Aber mein Freund, die Pet-Armee, sie fistet dich und sie kommt nicht alleine. Ja, zap. Wir können hier nochmal Dots spreaden, können hier nochmal richtig schön rein escaladen. Wir schauen mal, ob wir da den Charmy nochmal irgendwie zu uns gegrippt kriegen. Jawohl, haben wir. Wir können vielleicht nochmal auf den Rogue hier drauf escaladen. Wir gehen hier auf jeden Fall in unsere defensiven CDs, können hier nochmal einmal unsere Rune aktualisieren. Jetzt bräuchte ich halt nur einen Mob, wo ich mal Deathstriken könnte. Das wäre mega Töfte. Ich finde aber leider gerade keinen. Da ist einer, aber wir haben es gewonnen. Das soll's sein. Das war doch mal mega geil, war mega cool. Wir können natürlich auch unsere Statistik einmal angucken. 12 Kills, 3 Tode, 110 ehrenhafte Siege. Damit müssten wir echt weit oben sein. Jo. 110 ehrenhafte Siege, das heißt, wir sind Dritter bei den Allianzland, Vierter im kompletten Battleground, also schon mal ganz geil. 412k Damage, 81k Heal und knapp 12.000 Bonus-Ehre. Also, meine Freunde, wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich es auch nicht. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch nur das Beste. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.